Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen React auf PietSmiet TV. Wir sehen uns heute mal wieder endlich PietSmiet kocht an. Und zwar, wir korrigieren Brammens Lieblingsessen. Ich weiß überhaupt nicht, warum da wir korrigieren steht. Ja, das scheint mal wieder einer gemacht zu haben. Wie kann jemand denn das Lieblingsessen korrigieren? Ich weiß gar nicht, ob er der Übeltäter ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht auch schon mal dran gemacht habe. Keine Ahnung. Gucken wir uns das vielleicht mal an. Wir können ja dann diskutieren. Ich war ja leider nicht die Woche da, ich war ja im Urlaub, also für mich wird das sehr interessant. Das ist ja gar nicht Schweinefilet, das ist ja, der Titel ist ja falsch. Was habt ihr überhaupt gemacht? Ja, klar, das Schweinefilet. Wir haben, ja, da ist halt Schweinefilet mit dabei, aber das ist so, als wenn du Asia machst, als wenn du Rahm machst und das Pizza mitkocht, Ente. Das, also Sepp, du musst dir vorstellen, wir haben sowas wie eine Tomatensoße gemacht, die dann überbacken wird mit Schweinefilet. Weißt du? Ja, überbacken, okay. Käseüberbackenes, Käse mit Taxasoße mit Schweinefilet ist eigentlich. Ich hätte aber zu dem Gericht auch eine Beilage Schweinefilet. Ja, da fehlt Käse mit Taxasoße im Titel. Ich muss nachher sagen, ich hätte auch noch Anmerkungen für dieses Gericht vielleicht, aber die habe ich da noch nicht gesagt. Wenn ich mir die Kommentare schon angucke, ja, Kräuter der Provence habe ich leider nicht bekommen, Kündigung ist raus. Wer war das denn? Ja, also ich weiß es auch nicht mehr, ob ich das war, aber naja, lass mal starten, mal gucken. Okay. Hallo! Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder bei einer neuen Folge von PietSmiet kocht. Heute gibt's eins meiner Lieblingsrezepte, und zwar Schweinefilet mit Taxa-Käsesoße. Was sagst du dazu? Mit Taxa-Käsesoße, was ist das denn? Brams Lieblingsgericht. Warte mal. Hat Jay wirklich ein T-Shirt von The Good, The Bad and The Ugly an? Ja. Ja, sehr. Als wenn Jay den Film kennt! Es ist doch von den Western, oder? Ja! Ja, nur dass das The Good, The Bad und Star Wars dann The Wookiee ist. Also. Ah, achso, ja, deswegen sieht man auch Han Solo. Oh, das Han, ja. Genau. Holy shit, Jay, ey. Han Solo. Recaps. Mittagsverkäsesoße, was ist das denn? Brams Lieblingsgericht. Und es könnte das simpelste Gericht sein, was wir bisher gemacht haben. Und dafür brauchen wir schon direkt positiv eingestellt, was ist der Peter. Vor allen Dingen, was ist denn noch, Peter, was ist bei Peter los, ey? Der sieht aus, als. Aber er lässt wieder stehen. Also, ne, Peter hat sich schon die Haare gemacht, aber ich glaube, der hat ein Nickerchen vorher gemacht. Ja, hinten die Haare sind ein bisschen wild, das stimmt. Könnte sein, dass er da. Wenn ich vorher noch ein Nickerchen gemacht habe, auf Couch. Könnte das simpelste Gericht sein, was wir bisher gemacht haben. Und dafür brauchen wir unter anderem Schweinefilet mit Taxa natürlich, ein Schnaps. Dann kastierte Tomaten. Was ist Tomaten aus hier? Balsamico-Essig. Ah, war der gut! Jay, das ist schön, oh mein Gott, Alter! Alter, ich hab das erst gar nicht kapiert, was sie von mir will. Ich hab das jetzt auch nicht verstanden. Müssen wir mal gucken, wegen. Ja, pass auf, guck dir das nochmal an. Gucken wir uns das nochmal an. War es passiert? Nee, dann weiter zurück. Ne? Dann passiert die Tomaten. Was ist mit dem Tomaten passiert? Der Blick! Balsamico Essig. Oh, war der stumpf, ey. Das hätte auch von Jonathan sein können. Jay zu stumpf, ey. Wenn Jay schon überlebt. Das hätte überhaupt. So wie, was ist mit den Tomaten passiert? Was? Was hast du da gerade von mir? Richtig nice. Was hat Peter denn da stehen? Warte mal. Das war Balsamico. Ach, das war Balsamico. Sorry. Okay. Natürlich ein Schnaps. Dann passierte Tomaten. Was ist mit den Tomaten passiert? Balsamico-Essig. Balsamico, ich kann mich noch nicht entscheiden, welches. Die muss ich nochmal probieren, deswegen habe ich zwei hier stehen. Olivenöl, Zucker, Oregano, Thymian, Majoran. Ich habe keine Kräuter der Provence gefunden. Deswegen muss ich leider Majoran, Basilikum, Rosmarin, Thymian und Oregano nehmen. Zitronenextrakt, Sahne. Aber es war ja gar nicht im Rezept drin, ja, also war der dein Gag. Der Provence hat noch, glaube ich, Kerbel und so drin. Da sind noch das drei war ja Leute der, drin. Das war der Gag. Fand ich gut, Christian. Basilikum, Rosmarin, Thymian und Oregano nehmen. Zitronenextrakt, Sahne, Salz und Pfeffer, Butter, geriebener Gouda, Paprika. Eine Knoblauchzehe, gerne auch mehr. Ich gönne mir zwei, weil noch zwei da waren. What? Sie ist verrückt. Und das war's. Dazu machen kann man, was man will. Wir machen Kroketten. So. Achso, ich brauche. Das war anstrengend. Bram, das ist ja dein Lieblingsgericht, ne? Also so sehe ich nicht aus, wenn ich mein Lieblingsgericht mache, also. Das war die Aufzählung der Zutaten. Achso. Will, wir machen Kroketten. So. Achso, ich brauche zu schneiden. Was passiert Tomaten für eine Soße?
würde ich lieber. Wie hieß das denn nochmal? Dosentomaten in Stücken. Ne? Also hier, das würde ich lieber nehmen. Ich habe hier das süßeste Schweinefiletstück ever gefunden. Das riecht auch schon so, als wenn das schon da seit gestern bei der Fleischtheke drin war. Ich habe das Gefühl, dass die auch mal größer sein könnten. Gibt es Schweine, die viel mehr dickeres Filet haben? Wieso kriege ich immer so Mini-Filets? Oder kommt mir das nur so vor? Und in Wahrheit ist das die korrekte Größe für Filets. Und ich Also ich glaube auch, das ist die korrekte Größe für Filets. Ja, man ist nur gewohnt. Peter hätte gerne Schnitzelgröße. Ja, ja, ohne Scheiße. Er hätte gerne überzüchtete, gemästete Schweine. Die hätte er gerne. Die beschweren sich bei mir im Edeka schon immer, wenn du da ankommst und sagst, ich hätte gerne 100 Gramm Schweinefilet, weißt du, dann gucken die dich schon jedes Mal an mit, oh, jetzt muss ich dieses geile Stück schon wieder so in Stückchen schneiden, weißt du. Richtig komisch wird es, wenn du eine Hähnchenbrust holst und eine Hähnchenbrust ist halt so eine Riesentrümmer und du denkst so, was war das für ein Huhn, das ist da, das fällt halt doch einfach um. Nee, es sind halt zwei. Was? Die sind halt noch, meistens sind die ja noch zusammen, du hast ja das quasi durch dieses Brustbein bei den Hühnern. Ja, das ist halt das eine linke, Brust. Linke und die rechte aber wenn, Seite. Ja, aber wenn alleine die Hähnchen, die Brust halt ein Kilo ist, ist ja, also was war das dann für ein Huhn? Genau, also manchmal weißt du? Ist ja, dann brauchst du irgendwie so. Aus Primär besteht ja so ein Huhn auch nicht. 150 Gramm Hähnchen. Ja, aber das ist halt ein fucking Messhuhn, ne? Also, das ist halt nicht geil. Ach, die war Anabolika, die sind okay. Geil. Ich habe einfach nur keine Ahnung. Nicht verwirren lassen. Wir bekommen noch Gäste, ja, und jemand davon ist vegan, deswegen gibt es nur mit zwei Töpfe, aber ihr braucht nur einen, wenn ihr es selber macht. Weil dann der veganen Topf wird Schlagoberst durch Kokosnussmilch ersetzt. Schlagoberst. Ja, nee. Ja, also da waren auch Leute bei, die nicht vegan waren. Ja. Ja, aber nur das wurde ersetzt. Mehr nicht. Also das Fleisch, das Blei. Das da, mit darauf der wollte der Cut hin. Ja, dann da kein Fleisch reinkommt, dann vegan kriegt man doch klar. Also. Ja. Dann mit der Tomatensauce war auch nur eine Anmerkung. Ich habe natürlich passierte Tomaten genommen, aber so als, ne, zum Ausprobieren würde ich, glaube ich, nächstes Mal einfach mal probieren. Da die Tomatenstückchen da. Tomaten. Ja. Ja. Okay. Pfeffer. Boah, ich sehne immer noch den Tag herbei, an dem wir diesen weißen Pfeffer aufgebraucht haben. Den mag ich immer noch nicht. Boah, das sieht ehrlich gesagt mal nach gar nicht so viel aus für zwei Personen. Nee, weißer Pfeffer ist stärker. Viel stärker. Der schmeckt auch, also der schmeckt schon anders. Weißer Pfeffer nicht nur geschält? Also, naja, du hast den weißen, den roten und den schwarzen. Den weißen Pfeffer, den ich habe, der ist halt viel stärker als den wir vorher hatten. Vielleicht gibt es auch innerhalb dieser Dinger Unterschiede, aber ich finde den halt sehr stark. Und dann schmeckt immer alles so direkt so richtig krass nach Pfeffer. Boah. Naja. Ja. Portion für eine Person, würde ich sagen. So, zwei Paprikas mache ich da rein. Ich denke, das ist ganz geil. Alter, wie sieht denn die aus? Eine Tigerpaprika, irgendwie etwas anderes. Das sieht man gar nicht auf dem Video so gut. Die war so, die sah wirklich aus wie so ein Tiger. So richtig gestreift, ganz komisch. Ja. Mit Gelb oder was? Von innen mit Grün. Ha! Das ist komplett im Sack. Ich verzichte auf Paprika. Frau Elro macht heute Fortbildung. Schön von zu Hause. Man muss sich als Tierarzt jährlich fortbilden. Da hast du sammelst eine sogenannte ATF-Studie. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ATF steht. Argentinische Truckfrau oder sowas. Deswegen nicht in Ruhe kochen. Oh, da ist ein Stück Knoblauch runtergefallen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Knoblauch gehört zu den wenigen Dingen, die der Hund nicht sofort in sich reinatmet. Ich bin sehr gespannt, wie das essen wird. Also ich glaube, alles bis auf das Fleisch wird lecker. Also die Soße wird mit Sicherheit lecker, weil die halt so ähnlich ist wie mein Lieblingsessen. Da ist halt auch das Fleisch lecker werden. Das habe ich mich auch gefragt. Schweinefilet ist doch gut oder magst du das ja, nicht? Ja, aber ich hatte schon da vorher gesagt, dass ich da sehr verwundert drüber bin, dass das Schweinefilet erst angebraten wird und dann noch 45 Minuten totgegart wird. Ah, ja. Oh, 45 Minuten ist lang, ja. Das fand ich halt sehr, also das habe ich halt dann auch so gesagt, aber es wurde halt dann wohl nicht reingeschnitten. Okay. Danke für deine Erklärung. Auch totgebraten, totgekocht, wie auch immer. Aber okay, Schweinefilet finde ich halt, kann man auch zu Medium essen. Womit soll man das eigentlich anbraten? Mit Öl? Schön ein bisschen Butter rein, das hat beim Steak auch wunderbar funktioniert. Braten mit Butter, habe ich letztens festgestellt, ist irgendwie eklig. Aber vielleicht meint er auch das Olivenöl. Aber Olivenöl zum Braten, aber man darf das glaube ich nicht zu heiß werden lassen oder sowas, hatte ich mal irgendwo gelesen. Würde mich mal interessieren. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, damit wir das dann beim React mal besprechen können. Ja, aber eklig, ne? Also damit meine ich halt, wenn ich so den Unterschied habe zu Öl, wenn ich Butter in die Pfanne mache und brate damit, Alter, das geht immer ab, bis zum geht nicht mehr.
überall spritzt. Das ist auch nicht so heiß, Mann. Ja. Ich mach die, glaube ich, einfach zu heiß. Also ja. Butterbraten, irgendwie ein Steak oder sowas, im Butterbraten ist viel geiler als in Öl. Okay. Ich nehme immer Butteröl. Vielleicht habe ich, also eklig, also ne, ist halt dieses Bratfett. Kann man Olivenöl, benutzt man Olivenöl viel zu? Nee, kannst du machen, darfst du aber nicht so heiß machen, wie du gesagt hast. Und ja, dann, genau. Ja, je nachdem, was du machst, kann das geiler wenn werden, aber es muss halt passen. Der Geschmack geht da halt immer so krass drin rein, dann in das Fleisch. Von dem ja, genau, muss halt passen, muss halt irgendwie was Mediterranes machen. Rapsöl schmeckt halt also mit Butter, ne? Also neutral, es gibt Rapsöl ja. Mit Buttergeschmack. Es gibt auch so Bratfett mit Buttergeschmack, egal. Hören sonst noch so. Anschließend Metaxa dazu geben. Ja, das ist, wie gesagt, eine spannende Geschichte. Wie oft benutzt man Metaxa? Das trinkt man doch so auch nicht. Das kannst du mir denn erzählen, dass man sich... Immer nur zum Kochen. Ja. Benutze ich aber auch. Das ist mein mit Abstand meistkonsumierter Alkohol im... Krass. Echt? Die Flasche, da habe ich schon... Haushalt. Also, als wir den Thermomix bekommen haben, habe ich irgendwie nach einer Zeit dieses Gyros gemacht. Das ist ja ganz lecker. Danach scheine ich das vergessen zu haben, dass das Gericht gibt, aber da brauchst du ja auch Metaxa-Soße für. Und davon ist noch die Flasche. Plus von dem, was wir gemacht haben mit dem Gyros. Also, oh, so viel hast du gebraucht. Ja, das, das kannst du vielleicht noch weiter vererben, wenn es so weitergeht. Also. Setzen und denken, boah, geil. Jetzt einen leckeren Metaxa. Oi. Alkohol mit Anis und irgendwie ein bisschen anderer Kram. Mir ist übrigens letztens was passiert und ich möchte hier mal anprangern, was Flaschendesign angeht. Ich wollte letztens nach Öl greifen und habe aber, weil alles stressig war, Essig. In die Flasche gegriffen oh und nein. In die Pfanne geschüttet und es war Apfelessig. Apfelessig oh hat nicht gerade den gleichen exakt Effekt wie Öl. Das ist mir auch passiert. Ach so, ich wollte echt? Wir haben auch beide Flaschen im Schrank direkt nebeneinander stehen. Ich habe auch Essig reingeschüttet. Das war nicht so Oi. Schön. Aber das sieht aber auch wirklich fast gleich aus. Das ist böse. Und es war Apfelessig. Apfelessig hat nicht gerade den gleichen Effekt wie Öl. Ach so, ich wollte noch das Balsamico probieren. Balsamico habe ich letztens festgestellt, hat ultra viel Zucker. 40 Gramm an 100 Milliliter, das ist der Shit. Und jetzt sind nur 15. Boah, das ist ja ganz schön viel. Boah, mega geil. Der hier dürfte dann sehr viel saurer sein. Weinessig, eingekochter Traubenmost, Farbstoff E150D. Ach, weiß ich aus dem Stegreif natürlich nicht, was Farbstoff E150D. Das interessiert mich jetzt mal. Müssen die da Farbstoff. Lol, E150D. Das ist schwarz was? Wahrscheinlich ich einfach. Ich hab nur Farbstoff getippt. Und der erste Vorschlag ist E150D. Es gibt doch mehr Farbstoffe als 150D. Der Farbstoff E150D, auch Ammoniumsulfid, Zuckercouleur genannt, ist ein synthetischer Lebensmittelzusatzstoff, der dazu verwendet wird, Nahrungsmittelprodukte braun zu färben. Ja, ist in jedem Scheiß drin. Cola, alles was braun ist quasi, ist E150D. Krass. Gut zu wissen. Ja, auch in meiner Faulade. Ich kann es nicht lassen, ich hab's in der Nase, nein. Wir greifen einfach wieder zur wunderbaren Gewürzmischung, mein Osnabrück. Was ich an diesem Rezept ein bisschen komisch finde, ist, dass wir dieses Fleisch nicht nur anbraten, sondern es danach noch 40 Minuten überbacken. Was für mich wenig Sinn ergibt. Und diese Zeit werde ich einfach reduzieren und mich nicht ans Rezept halten, weil ich ein Badass bin. Peter ist so ein Gangsterboy und das hat er Badass. Schon erwähnt. Okay. Das Filet und angebraten. Okay, da steht nicht drin, womit man es anbrät. Dann nehme ich doch einfach die Butter. 20 Sekunden warten und dann kommen die einfach hier rein. Ja, ich habe immer noch das Problem, dass aus dem Griff, aus dieser einen Schraube, die da drin ist, da Wasser rauskommt. Das hat sich leider nicht gebessert. Ja, meine Frau hat ja bald Geburtstag, da stehen dann mal endlich neue Pfannen an. Sieht dann legit ein bisschen mau aus. Und da schreiben Leute immer noch... Damit du die dann gebrauchen kannst, finde ich nice. Da schreiben Leute immer noch so, du machst bestimmt den Griff mit der Pfanne in die Spülmaschine. Nein! Das ist auch nicht am Griff. Geh mal ein bisschen zurück, dass du die Pfanne siehst. Das ja, dazwischen, du kannst das da dran klicken, oder? Ja, genau, das ist so ein Klickding. Ne? Also da, wo rot ist, wird quasi der Griff abgeklickt und dieses Silberne ist aber noch an der Pfanne dran. Und an dem silbernen Ding unten drin, da ist eine Schraube. Und aus dieser Schraube tropft dann halt Wasser raus. Also selbst wenn du das halt vernünftig, wenn du das spülst und machst das richtig im Wasser rein, dann scheint da Wasser reinzugehen und wenn das erhitzt wird, kommt das Wasser halt da raus und fängt halt an zu verdunsten. Ja. Und wäschst du die Pfanne manchmal in der Waschmaschine, Spülmaschine? Alter. Darfst du nicht. Ist nicht gut. Okay.
Ich glaube, okay, die sind sogar theoretisch spülmaschinenfest. Machen wir weiter. Aber egal, nee, daran liegt es nicht. Heute bald Geburtstag, da stehen dann mal endlich neue Pfannen. Sieht da legit ein bisschen mau aus, wie gesagt, für zwei Personen. Ah, nee, was? Ja, wahrscheinlich dieses Anbraten ist nur, damit er sowas wie eine Kruste kriegt. Und sobald die da ist, kann man wahrscheinlich schon ausmachen. So, schön einmal angebrannt von allen Seiten. Ich mach jetzt, ich weiß nicht, wie viel Soße ich da reinpacken soll. Da soll 50 Soße. Gramm rein. Das ist ja nix. Ich habe jetzt ein bisschen Paprika dabei. 150. Ich würde einfach ein bisschen was eine nehmen. Person. So. Ja, dann 75. Ich wollte auch gerade sagen, dann ist die Hälfte aber 75. Was weiß ich. Ja, wahrscheinlich. Wir haben mich da verschrien, Keine Ahnung. Verschrien. Okay. Ein bisschen Soße. Ja, passiert ja. Passierte Tomaten sind drin. Den Schlagobers. Halben Becher Schlagsahne. Ja, das habt ihr ja letztes Mal schon drunter geschrieben. Das ist bayerisch oder so. Ja. Ich glaube, okay. Österreichisch, ne? Anstatt jetzt wie im Rezept eine kleine Pfanne zu benutzen. Ui. Packen wir hier jetzt die passierten Tomaten rein. Dazu kommt noch Thymian, Rosmarin, Pfeffer, Majoran, Basilikum, Zucker, Knoblauchzehen, Olivenöl, Balsamico, Oregano und Zitronensaft. Okay, hier kommt einfach alles rein. So, dazu kommt Thymian, Rosmarin, Milchwasser, Oregano, auch Oregano, scheiße. Jetzt habe ich leider nur noch einen nassen Löffel. Ja. Majoran, auch ein Teelöffel. Ich weiß gar nicht, wofür benutzt man Majoran? Ich habe das super selten benutze ich das. Zucker. Einen halben Teelöffel Zucker. Das sah halt wirklich aus wie Idefix dann. Okay. Wie Miracolix da. Idefix? Als wenn er dann, ja, als wenn er dann so einen Zaubertrank jetzt zusammen mischt. Plötzlich ich dachte, Tropfen vielleicht hast du so ein Gesicht da reingemalt mit dem Weiß. Nee, und guck dir dann einfach da ein Zeug drin ist. Ja, ist doch lecker. Aber du hast die Gewürze auch. Soßen, also Soßen ist das ja dann so. Du hast die Gewürze auch halbiert, Jay, oder? Das sieht echt viel aus für dich. Nein, ich habe aber die Soße. Ich habe einfach gesagt, ich will mehr Soße haben. Ich habe das, glaube ich, auch auf. Ah, okay. Einfach, keine Ahnung, ich habe das einfach so auch Pi mal Daumen gemacht mit der Tomatensoße. Ja, sonst ist dein Fleisch ja auch nicht davon bedeckt bei der riesen Auflaufform. Das ist die kleinste, die ich habe. Die ist nicht groß. Ja, genau. Aber du brauchst ja mehr Soße, sonst sind die ja nur so gerade mal eben drin. Also. Reichen? Er macht das schon auch ein bisschen so Pi mal Daumen, als ob der da immer genau drauf achtet. Dann Rosmarin. Oh, Rosmarin habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Warte mal, was ist das denn? Rosmarin gemahlen? Oh, was habe ich denn da gekauft? Oh Mann. Knoblauchzehe. Zitronenextrakt. Balsamico. Machen wir den Rest da rein. Ich hoffe, du bist noch gut. Ja. So, der ist halt ewig bei Essig, da ist Essig drin. Abgelaufen, da kommt Leute, ja eh nicht viel rein. Das hält ja wirklich lange. Genau. Also so ein Essig so, der ist halt ewig alt, ne? Abgelaufen 9/2014. Olivenöl. Ja, okay, 6 Jahre ist das halt auch schon. Okay, für die kranke Soße. Ein bisschen von meinem Osnabrück. Scheiß drauf. So, wie viel Metaxa jetzt dabei? 75 Milliliter Metaxa noch da rein. Alter, so viel habe ich noch nie da reingepackt. Holy shit, das ist wirklich viel. Packt er da viel rein. Ich hoffe, das war kein Tipp, so 7,5 Milliliter eigentlich. Ein Schuss Metaxa dazu. Ja, aber das musst du, glaube ich, noch ein halbes. Geschmack. Wollen wir ein halbes? Ja, für das eine. Und ein ganzes. Ach so. Okay, ja dann. Schmeckt noch sehr tomatig. Doch, man, oh, man schmeckt das Metaxa. Oh, und die Knoblauch, holy shit. 50 Gramm Butter sollen da jetzt rein. Was gar nicht so wenig ist. Das also man merkt schon, dass das Rezept Curry nicht reingepackt hat. Ja. Das sieht so weiß, also gelblich aus. Das ist auch, wenn du weiß und rot zusammenmischst, dann wird das rot halt ein bisschen rosa. Aber die anderen sahen roter aus. Und eher rosé, ja. Aber keine Ahnung. Wo kommt eigentlich die Butter da rein? Das habe ich nicht verstanden. Für den Geschmack. Butter ist Geschmacksträger. Weil eigentlich schmeckt das schon ganz gut. Und dann dachte ich mir so, Alter, jetzt komm einfach mal 50 Gramm Butter da rein. Weil ja, damit das noch besser schmeckt. Also das wird ja dadurch auch nicht dicker oder so. Ich glaube, nächstes Mal lasse ich die weg. Weil, also nachdem ich das gegessen habe abends, boah, nächstes Mal habe ich Spaß gehabt. Ja. Okay. Das Gesündeste, aber macht es ja nicht ekliger. Warte mal, doch. Da kommen 50 Gramm Butter einfach so in die Soße rein. Was? So. Aber nicht mal. Wir nehmen das hier.
Achso, ich dachte, er wäre jetzt aus Versehen der Vegane gewesen. Das wäre geil, einfach wieder rausnehmen. Nee. Ich glaube, das war so, oder? Nee, hä? Das war vegane Butter, das war aber zu groß. Ach so. Ich habe das falsche Stück genommen. Ah, okay. Du hast es abgewogen und hast dann das falsche Stück genommen, oder was? Einfach die Butter da reinhauen und dann so, ups. In den gleichen Topf wieder rein, vor allem. Wäre smart. Du Scheiße. Ist voll? So, jetzt müssen wir die 100 Gramm Gouda dazugeben. Boah, Alter. Die angebratenen Medaillons in eine feuerfeste Auflaufform geben, die Soße über die Medaillons herumgeben, bis diese bedeckt sind, anschließend den restlichen Käse drüber streuen. Was für ein restlicher Käse? Das ja, kommt das waren 150 und du solltest 100. Ja, also, ja. Ja, hey. Ich habe mich nämlich gerade schon gefragt, hey, das ist doch überbacken, da musst du doch oben was drauf machen und nicht das in die Soße machen. Das wäre. Da kommt ein bisschen rein und der Rest kommt oben drauf. Ach krass, da kommt auch noch, Alter. Ist Peter dafür, ich sag nicht, dass, ey, war kein Requirement, der da gesund ist, ja? Also 50 Gramm Butter und 150 Gramm noch Käse, ja, und noch Sahne das rein. Ja, alles. Für den Geschmack ist das, glaube ich, ganz geil, aber so. Ja. Oi! Ja, dann verstehe ich, Christian, dass du danach guten Tag hattest. Nee, nee, also vom Geschmack, wie gesagt, war das anfangs ganz geil, nur durch die Butter hat sich dann so ein Fettfilm gebildet. Ich hab, das war halt dann echt, ja, guck mal weiter. Mir nicht so, tatsächlich. Krass, bin mal gespannt. Unsere Medaillons. Okay, im Rezept steht, dass die Medaillons knapp überdeckt sind. Ich sag mal so, da sind wir leicht drüber, ja, über nee. Knapp bedeckt. 150 Gramm Schweinefilet, ja. Also ich hatte sogar mehr. Da kommt der restliche Käse darüber. Und jetzt kommt das 45 Minuten. Also, das sehe ich aber nicht so. Ich mache das ein bisschen weniger, weil die Soße ist schon gekocht, Fleisch ist schon angebraten. Jetzt soll eigentlich nur überbacken werden. Warte mal, hat er sein Fleisch dann direkt fertig gemacht? Weil er sagt, das Fleisch ist ja bei uns allen. Also wir haben es ja alle angebraten und wenn du das jetzt nochmal irgendwie 40 Minuten aufknallst, ja, ja, wird das wahrscheinlich super. Können trocken. Wir mal so ein Pete's Beat kocht machen, wo wir Peter ein ganz anderes Rezept schicken und den dann damit quasi komplett niedertrollen? Ja, ja, also Peter, machen. Was hast du denn gemacht, Alter? Also, wo er dann auch wieder alles ändern muss. Wir können das einfach für nächste Woche einen Termin reinschreiben und wir machen uns eine eigene WhatsApp-Gruppe und schreiben uns, ja, dann richtiges Ding rein. Einfach so, das einfach so zwei gut. Stunden, zwei, ja, das Fleisch muss dann in zwei Stunden in den Ofen bei 200 Grad. Nee, nee, beim React muss er da dabei sein. Ja, aber das Problem ist, weißt du, Peter checkt das ja. Wenn du dem jetzt sagst, tu einfach mal das Fleisch anbraten und dann zwei Stunden in den Ofen, dann siehst du ja, macht den nicht. Ja, aber da muss halt ganz viele solche. Ja, aber das Sachen ist doch rein. Gut. Genau, es muss mariniert also, werden und dann bitte noch klopfen und dann. Und dann irgendwie 100 Gramm Butter da rein. Na. 20 Gramm Hundefutter. Das werde ich nicht vergessen. Yam, yam, yam. Wir halten das mal im Hinterkopf. Danach pariert, dann muss man daraus Knödel machen und so weiter. Wir machen einfach Schnitzel mit Pommes. Oh Mann, ey. Ich mach mal weiter. Ist nicht schlecht. Ist schon gekocht, Fleisch ist schon angebraten. Jetzt soll eigentlich nur überbacken werden. Darf ich mal Mademoiselle bitten, ein bisschen beiseite zu treten? Nein. Ja, man sollte ja mal einmal freundlich probieren. Emma, weg da. Das, ja, ist wirklich halt super Hund. Ne? Wenn du den, auch wenn du den Kommandos gibst, ne, die müssen immer zumindest so 2-3 Sekunden haben, um darauf zu reagieren. Also wenn du zum Beispiel dem Hund sagst, wie der soll herkommen und du zerrst direkt die Leine mit, dann hat er ja gar keine Reaktionszeit, kann sich das überhaupt nicht, ne, realisieren. Deswegen musst das du stimmt. mal einmal Bescheid sagen, ne? Und beim zweiten Mal oder spätestens beim dritten Mal ist dann... Ja, piss dich! Ne? Zap, zap. Mal weg da. Das war es halt auch schon. Das ist es. Wir warten jetzt, bis das fertig ist. Wir haben gegessen. That's my eating for tonight. Jetzt habe ich schönerweise den Rest meiner Vorbildung verpasst, weil ich anrufen würde. Ich habe mich schon gefragt, warum du mit dem Leiter so viel redest. Das ist doch bloß, du hast jetzt die Ausbildung in der Fortbildung nicht gemacht. Doch, man muss es nur parallel laufen lassen, dann hat man... Ach so, einfach ist das. So kriegt man das. Ich habe während des Fernsehens geguckt. Was? Ah, okay, so funktionieren die Schulungen. Du musst einfach nur das Fenster, ja, so lange anhaben, offen haben. Ja, du musst aber am Ende auch noch, okay, so eine Prüfung bestehen immer. Ich fand noch ganz geil, ein Vorschlag ist übrigens noch eine neue Idee für eine Spielshow. Was ist es und seit wie vielen Jahren ist es abgelaufen? Können wir so eine Schätznummer machen bei Jay? Bei mir gibt es das auf jeden Fall. Parallel laufen lassen, dann hat man...
Ach so, einfach ist das. So kriegt man, also so bildet man sich heutzutage vor. So geht man Tierarzt. Nimmst du jetzt auf? Jetzt nehme ich auf. Okay, sehr gut. So sieht es als Endergebnis aus. Was hat Peter dabei gemacht? Koketten. Ich habe den Tisch nicht sauber gemacht. Ich glaube Kartoffeln. Naja. Ah, ich hatte auch Kartoffeln. Ich hatte auch. Okay. Hat das jetzt zu befordern? Ich habe den Tisch nicht sauber gemacht. Ja, okay. War so ungefähr 15 Minuten im Backofen. Okay, der Mann hat gesagt, das schmeckt gut mit Kartoffeln, also habe ich einen Eintopf draus gemacht. Ich finde es ein bisschen krass, wenn man sich mal ja. Aufhört. Krass. Ja, deswegen, weißt du, dachte ich mir halt so, Junge, das ist so fettig. Nee, das dass, mir ich nicht konnte so. Das auch nicht aufessen. Also ich habe das Fleisch daraus gegessen. Ich habe extra noch die Kartoffeln reingeschüttet, weil ich mir dachte, Mensch, vielleicht saugen die das ein bisschen auf. Hast du das vielleicht auch viel gemacht. Butter genommen? Nee, das waren genau 50 Gramm. Ich habe es abgewogen. Hast du jemand anderes weniger genommen? Weiß ich nicht. Das ist halt super vielleicht komisch. Zu wenig gerührt oder so. Deswegen fand ich das auch so semi-gut danach. Also ich hatte halt gar nicht überbacken, quasi noch mit Käse, sondern ich habe das einfach so in den Ofen gepackt, weil ich ja den Käse so. Nicht mehr hatte. Und bei mir war halt gar kein Fettfilm. Krass, so gar keiner. Ja. Also, nee, bei mir krass. Auch nicht. Vor allem aber auch noch so Halbfettkäse genommen zum Überbacken. Ne? Also das ist ja nicht mal... Ja. Ja, vielleicht haben sich irgendwelche Komponenten da nicht so geil vertragen. Ja, die, weiß. Also weiß man vielleicht ja nicht. Hätte ich Kräuter der Provence besser nehmen sollen. Dann wäre ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich finde es ein bisschen krass, wenn man sich mal anguckt. Ja, das ist halt... Ja. Boah. Ich muss das so schnell runterschlucken, ich kann nicht sagen, wie es schmeckt. Okay, es ist heiß, super. Kannst du jetzt Reis? Oh. Ist das ja nett. Schmeckt lecker. Mhm. Das ist lecker. Jetzt noch das Fleisch. Aber auch das, vorzüglich. Nee. Ne, trocken. Muss ich sagen, feiere ich nicht so das Fleisch. Okay, aber ich fürchte selbst die verkürzte Zeit. Ja, also die Medaillons sind durch. Das ist lecker. Schmeckt gut. Es war sehr simpel, es war sehr schnell und es war sehr lecker. Das schmeckt mir ganz gut. Ich muss allerdings sagen, das ist mir echt zu fettig. Deswegen gebe ich eine 7 von 10 Christians. Brammen, für dich, na, teste das mal mit Gyros. Vielleicht ist das dein Liebling. Hast du gerade auf mein Essen gerülpst? Auf keinen Fall. Insgesamt, die Soße ist sehr lecker. Ich gebe dem Ganzen eine 7 von 10. Ich gebe 7 von 10 Punkten. 7,5 von 10 Punkten. Was gibst du? 8,5. Mir hat ein bisschen Gemüse gefehlt. Jetzt bin ich auch am Überlegen. Was? Also, es war halt nichts Besonderes. Ich gebe mehr als du, ich aber mir hat Gemüse sagen, gefehlt. Ich wollte gerade sagen, aber was Negatives. Aber mit Gemüsewert vielleicht ein 10. Ja. Vielleicht. Also ohne das Fett, da hätte ich auch gesagt, wäre das locker eine 8,5 gewesen. Weil geschmacklich war das natürlich ganz gut. 0,5, mir hat ein bisschen Gemüse gefehlt. Jetzt bin ich auch am Überlegen. Also es war halt nichts Besonderes, deswegen... Ja, weil ich bin halt ein einfaches... ein einfaches Mädchen. Für mich ist dann eher so 7 eigentlich. Hanni ist so wie ich. Dich ja. Du bist ja nicht so gerne einfach. Nee. Okay, ich gebe 7 und Hanni gibt 8,5. Das war Brams Lieblingsgericht. Good job, Bram. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr kocht das nach. Ich hoffe, ihr kauft unseren Merch, peacemeet.de/shop. Jetzt holen raus, klopfen auf den Tisch, ne? Und einfach mal richtig schön schrubben, ist angesagt. Schönes Wochenende noch. Bis dann. Tschüss. So nämlich. Ah, ja. Okay. Hanni ist anscheinend so wie ich, sehr genügsam und verteilt auch gerne, also er mag auch einfaches Essen, finde ich gut. Ja, ist ja auch, also, ja, ich sag nix. Ja, sehr unterschiedliche Gefühle. Heute, also ne, wenn ihr das React gerade guckt, wir haben ja quasi gerade Donnerstag, das heißt heute, ist es schon online? Geht das noch online? Heute kommt das nächste Pizza mit Kocht und viele haben das, sich das gewünscht. Heute geht das Pizza mit Kocht online, wo wir nicht einkaufen. Also ich war zumindest, ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben, das gucken wir uns dann React an, aber ich war nicht einkaufen, sondern meine Frau war einkaufen und hat die Sachen vorgestellt und mir auch erklärt, was ich machen muss. Das heißt, vielleicht... Ganz großes Kino. Gemacht. Das wäre so geil, das mache ich auch. Das müsste ich auch mal machen, ey. Frau mal einkaufen lassen. Dann kriegst du ja endlich mal alles. Ja, ich muss sagen, ich kann schon mal spoilern. Ich hab Jonathansche, Gießsches Niveau habe ich erreicht. Okay. Nice. Na gut. Ja, das war's. Haut rein. Bis moin. Tschüss. Tschüss. Ciao.